Ihr Lieben, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Wir haben zwar die neuen Mangas von Kaisen, aber es fehlen insgesamt 3 Mangas, aber die kommen dann erst nächste Woche nach. Und jetzt viel Spaß. So ihr Lieben, heute stellen wir euch die neuen Mangas von Kaisen. Und es fehlen insgesamt 3, aber das werden wir euch gleich am Ende des Videos sagen. Auf geht's. Genau, fangen wir an mit ein bisschen Comedy. Takane und Hana, Nr. 7. The K-Studio of Vanitas, Nr. Welche haben wir da? 5 haben wir da mit dabei. 5. Eden Zero, Band 2. Genau, Eden Zero, Band 2. 7 Eden Sins. 26. Dann, es neigt sich langsam dem Ende zu. Ich glaube, noch 2 Bände sind, ist es abgeschlossen? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall Band 22 von dem. Ziemlich dick, der. So, 12 Jahre. Band 10. Häusler gibt es hier auch wieder. Kamisawa Darling 7. Ein Einzelband. Und zwar Mermaid Prince. Woman, wie man sieht. Tag und Teigen. Band 26. Dann noch ein bisschen Romance mit Haru und Kyo, Band 2. Bloom Interview, Band 4, ein bisschen Girls Love. Achso, hatten wir den schon? Den hatten wir schon, ja. Okay. One Piece Party Nr. 4. 4. Mushilago oder 4? Wie immer, ne? Mushilago Nr. 10. Okay. Wits Beats. To Abonite Sacred Beast. Nr. 7, kommt ja auch ein Anime, hab ich jetzt gesehen. Ja, und was ganz cool ist, neues. Genau, My Hero Smash. Im kleinen Format, für klein. Oder halt für. Genau, sind so 4 Panel-Gag-Mangas, so ungefähr wie Azumanga Live damals. Ist bisher. Also gibt es bisher 5 Bände? Genau, 5 Bände gibt es ja bisher. Kostet 5 Euro. Und so. Hier. Dann haben wir The Hawaii Legend of Aslan Nr. 9. Was haben wir noch Schönes? Großformatik, falls du magst. Ja. Großformatik, da sieht man recht. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber okay. BL is Magic Nr. 2. Voll in den Wolken. Genau, habe ich gerade gelesen. Es ist super. Bist du fertig? Ein Kapitel fehlt noch, aber ich bin gut dabei. Hat okay. Auf jeden Fall bisher 2 Bände. Ah. Geht um einen japanischen Privatdetektiv auf Island. Ah, okay. Dann haben wir, wenn wir schon bei Detektiven sind, Moriarty. Band 4. Band 4. Dann haben wir noch etwas Ernsteres. Wer bist du? Wo bist du? Zur Blauen Stunde. Stunde. Hat insgesamt 4 Bände. 4 Bände. Band 1 ist das. Genau, das ist Band 1 von 4. Ja, was jetzt gerade fehlt, ist zum Beispiel, einmal kurz, die Perfect Edition von Monster. Sollte normalerweise auch mit dabei sein, aber wahrscheinlich nächste Woche dabei sein. Und, ach ja, wir haben auch Hunter vergessen. Und Hunter x Hunter. Band 35, haben nach langer Zeit, ist natürlich auch wieder da. Und was kommt noch? Ach, Uzumaki fehlt. Genau. Und als Beispielbild zeige ich euch jetzt den zweiten. Magic Girl by Accident. Band 3? 3 ist auch dabei. Band 3. Genau. So, ansonsten haben wir alles. Und jetzt zeigen wir euch, welche Highlights. Ne? Bei dir so? Genau, Highlights. Bei mir so. Let's go. Natürlich. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ne? Moriarty. Man merkt, ich mag Großbände. Wer bist du zur Blauen Stunde? Hunter x Hunter. Stimmt. Monster. Kann man immer noch Monster. Ja, das ist die englische Edition. Ja, ich habe die englische auch schon. Falls ihr jetzt gerade fragt, das ist die englische aber Edition. Aber die wird ungefähr genauso aus. Genauso, aussehen, ja. Hoffe ich doch auch. So, und dann natürlich hier. Ich mochte den anderen Band. Wie hieß der nochmal? Aber Summer Holiday hat er auch gemacht. Der war sehr schön. Also ich glaube, der wird auch richtig gut. Ja. Mehrmals Prince. Genau, das war's. Und Hunter x Hunter natürlich, nicht zu vergessen. Hat mir schon gedacht. Hunter x Hunter. Sag mal deins. Wird auf jeden Fall Monster, was jetzt halt 2 in 1 erscheint im Großformat. Genauso ähnlich, glaube ich. Dann Hunter x Hunter. Folgen den Wolken nach Nordwest im Großformat. Sieht cool aus. Ist das nicht das von Mangako, die Zeichnerin, Mangaka? Weißt du, was ich meine? Was geht nicht, ne? Diese
Diamant-Dings. Die Zeichnung sieht so ähnlich aus. Nee, das ist ja auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich mir mal einen gratis Comic-Tag. Gab's eine Leseprobe. Okay. Falls du da bekannt vorkommst. Ja. Dann hier My Hero Academia Smash. Kleinformat. Was gibt's denn hier noch? Alien Zero. Das auf jeden Fall. Seven Deadly Sins. Und, Attack on Titan habe ich bisher auch gelesen, aber es ist lange her, aber es kommt auch auf jeden Fall mit in der Liste. Und dann sehen wir uns, wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns in 2 Wochen nochmal in Urlaub mit Tokyo Pop und Ultraverse. Richtig, er hat Urlaub nächste Woche, eine Woche. Genau. Und danach können wir das Ganze wieder starten. Genau. Dann bis dahin, Leute. Peace. Und bevor ich was vergesse, ich bin morgen in Köln auf der CCXP und ich hoffe, dass wir uns dort sehen und ein bisschen besprechen können, was da so abgeht. Ich werde auf jeden Fall ein Video aufnehmen von der Messe und ja, ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Das soll die beste Comic-Con aller Zeiten sein und ich lasse mich einfach überraschen und ja, und ich hoffe, dass wir uns miteinander reden und ja, bis dahin. Peace.